Ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen zur 58. Ausgabe von Gedrucktes. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Vielleicht sind auch einige zum ersten Mal dabei, also herzlich willkommen. Ich betone natürlich die 58, weil wir bald die 60. Ausgabe haben. Im Dezember, das sage ich jetzt schon mal zu Anfang an, Sie haben ja aber alle auf Ihren Karten, auf Ihren Plätzen die Karten, haben wir Ingo Schulze zu Gast, den bekannten Schriftsteller. Peter Holz, sein Leben, sein glückliches Leben erzählt von ihm selbst. Und dann werden wir Anfang des Jahres 2018 uns zum 60. Jubiläum quasi von Gedrucktes treffen. Und ich hoffe, Sie sind alle dabei. Darauf freue ich mich schon sehr. Heute Abend begrüße ich sehr herzlich Katrin Gerloff. Herzlich willkommen, liebe Katrin. Eigentlich hatten wir Ihnen ja Elmar Faber angekündigt. Er ist leider erkrankt und musste ins Krankenhaus. Ich soll Sie alle schön grüßen von ihm. Und er hofft, dass er nach seinem Krankenhausaufenthalt dann in absehbarer Zeit hierher kommen kann, um diese Lesung, die angekündigte Lesung, auch mit uns gemeinsam zu gestalten. Und umso mehr freue ich mich, dass Katrin eingesprungen ist und gesagt hat, klar, ich komme. Denn nichts wäre schlimmer, als die Gäste von Gedrucktes zu enttäuschen. Das möchte ich auf gar keinen Fall. Das letzte Mal haben wir uns ja vor der Bundestagswahl getroffen. Sie haben mir damals alle noch ihre guten Wünsche mit auf den Weg gegeben. Das war erfolgreich. Darum nochmal herzlichen Dank auch für Ihre Unterstützung. Ja, aber jetzt zu Katrin. Katrin Gerloff und ich, wir kennen uns schon sehr lange. Sie begleitet in vielen Fragen und Projekten linke Politik, auch unsere Partei. Auch wir beide haben schon gemeinsam ein Buch über linke Kommunalpolitiker herausgegeben. Und da hat sie viele porträtiert in der ganzen Republik. Und aus Lichtenberg, ich gucke mal Monika und Bernd Ime an, gibt es ein schönes Porträt über Christina Emmerich, auch mit entsprechenden Fotos. Und ich glaube, da ist auch Christina sehr gut getroffen. Katrin Gerloff ist Journalistin. Sie hat nach einem zweijährigen Volontariat beim ADN, dem Allgemeinen Deutschen Nachrichtendienst in Potsdam, dann von 82 bis 86 Journalistik an der Leipziger Karl-Marx-Universität studiert. Und sie hat dann in den folgenden Jahren bis 95 als Redakteurin bei verschiedenen Tageszeitungen gearbeitet, unter anderem auch als Chefredakteurin der Jungen Welt. Aber die Junge Welt hat ja sehr unterschiedliche Chefredakteure herausgebracht, die dann auch sehr unterschiedliche Wege genommen haben. Das wäre vielleicht auch nochmal ein interessantes Gesprächsthema. Und seit 1995 arbeitet Katrin als freie Journalistin und Autorin. Auch als freie Filmemacherin hat sie schon gearbeitet. Das nötigt mir große Hochachtung ab, denn als Freiberufler künstlerisch und journalistisch tätig zu sein, ist doch nicht so einfach, glaube ich. Aber dazu kannst du uns ja vielleicht auch was sagen. Filmproduktion wollte ich kurz benennen. Für den Chaos Film und Video in Köln sind Kurzfilme und Filmessays entstanden. Katrin lebt aber in Berlin und wird nicht in Köln, obwohl unser Kollege Birkwald sofort sagen würde, die schönste Stadt Deutschlands, hinziehen. Sie hat etliche Romane geschrieben, zum Beispiel Teuermanns Schweigen, Alle Zeit, Lokale Erschütterung und das Buch, was wir heute etwas näher kennenlernen werden, Das ist eine Geschichte, das haben wir hier dabei. Und aber vorab, damit wir uns noch ein bisschen oder dich, dem Publikum noch ein bisschen näher, besser vorstellen können. Du bist, wie ich sagte, journalistisch tätig. Du arbeitest unter anderem als Redakteurin für die Zeitung Ochi. Einige von Ihnen kennen die. Das ist eine Beilage, die in regelmäßigen Abständen dem Neuen Deutschland, also der Linken unter den Großen, beiliegt. Was ist das eigentlich für eine Zeitung und warum liegt die dir am Herzen? Ochi, da muss man heute, nachdem die Griechenland-Krise ja doch schon, immer noch virulent ist, aber der Anfang so lange zurückliegt, immer erklären. Ochi steht ja für das griechische Nein und vielleicht erinnern Sie sich und erinnert ihr euch noch, dass es mal die Abstimmung gab gegen das Spardiktat der Troika, das mit einem lauten und lautstarken Nein eigentlich bekundet worden ist und das war auch ein bisschen die Grundidee, diese Wirtschaftszeitung, die monatlich erscheint,
herauszugeben, die es auch im Abo gibt und an den Kiosken, aber eben auch dem Neuen Deutschland beigelegt wird. Die hat die schöne Unterzeile Wirtschaft anders denken und das meinen wir jetzt auch wirklich ernst. Sagen wir mal so, am Ende der Megamaschine Kapitalismus und wo alle davon reden, dass das, was danach kommt, erstmal nur als Postkapitalismus benannt werden kann, aber keiner weiß so genau, wie es wird und ob es Chaos wird, Zerstörung oder ob es gelingen kann, haben wir uns halt in der Zeitung vor allen Dingen diesen Themen oder widmen wir uns vor allen Dingen diesen Themen, kramen natürlich dadurch den guten alten Marx immer wieder aus. Und das sehr gerne, weil immer wenn man da nachliest und das mal auf die heutige Zeit bezieht, stellt man fest, ja. Recht hat er gehabt und vieles von dem, was wir da machen, hat tatsächlich mit den sozusagen neuen Entwürfen für eine andere Wirtschaftsordnung zu tun. Solidarisches Wirtschaften, und die Kämpfe des Kapitals gegen all jene, die was anderes versuchen. Ja, das sehen wir ja jeden Tag hautnah und gerade wenn wir jetzt hier in Berlin unterwegs sind, sehen wir ja auch, sag mal, Stadtentwicklung als Klassenkampf. Wir haben einerseits Gebiete, wo es ganz hochpreisige Wohnungen gibt, auch Gebiete, wo, ich sag mal, Einfamilienhäuser hingekleckert werden und andererseits soll da, wo schon Hochhäuser stehen, verdichtet werden. Ist das auch so ein Thema für dich? Also ein total wichtiges Thema. Wir haben noch ganz viele Texte auch vor allen Dingen darüber geschrieben und schreiben lassen, wie man dieser Privatisierung und des Handelns mit Betongold was entgegensetzen kann über andere Wohnformen, über Genossenschaften, über Syndikate und. Letztendlich kommen wir immer an den Punkt, dass wenn politisches Handeln da nicht irgendwie massiv und das möglichst bald eingreift, wird Wohnen, ist es ja jetzt schon das teuerste Gut überhaupt und für viele nicht mehr leistbar. Ich bin ehrlich gesagt keine grundsätzliche Gegnerin von Verdichtung. Ich finde schon, Wohnungen müssen gebaut werden und ich finde auch nicht, dass alle, die eine Wohnung brauchen, an die Ränder müssen, sondern dass die auch natürlich ein Recht haben, in der Innenstadt zu leben. Ich glaube, das Grundproblem ist immer, dass die Menschen meistens zu wenig einbezogen werden und in die Diskussionen und dass dann halt sehr oft Widerstand an Stellen entsteht, wo es gar nicht notwendig wäre. Du hast gerade das Stichwort Genossenschaft benannt. Wie ich weiß, bist du ja auch aktiv in einer Wohnungsgenossenschaft. Was ist das Besondere an eurer Genossenschaft? Wir sind die Beste überhaupt, muss ich sagen. Also wir sind wirklich... Der klatscht, ist auch ein Genossenschafter, ja. Genau, habe ich. Wir sind insofern einfach eine wirklich gute Genossenschaft, weil der Genossenschaftsgedanke kann wie jeder Gedanke natürlich so oder so ausgelegt werden. Es gibt große Genossenschaften, die zahlen sich auch ordentliche Dividenden aus. Die sehen das ein bisschen anders mit dem solidarischen Wirtschaften. Wir sind eine relativ kleine Genossenschaft und unser größtes Ziel, und das halten wir auch durch, ist tatsächlich wirklich bezahlbare Mieten. Ich glaube, wir sind so ziemlich der Hit in Mitte, in der Mollstraße mit unseren Mieten. Dafür arbeiten wir aber auch alle ehrenamtlich in den Gremien. Anders würde das nicht gehen. Und da ist der Genossenschaftsgedanke tatsächlich gelebt und aufgrund dessen, auch der Erfahrung, bin ich dann danach auch Mitglied in ganz vielen Genossenschaften geworden. Wir haben auch für die Zeitung eine Genossenschaft gegründet, um die herauszugeben. Ich finde es ein tolles Modell. Wenn man es gut macht, wenn man solidarisch ist, dann ist das ein richtig gutes Modell. Ja, vielen Dank. Mir ist neulich mal in so einer Gesprächsrunde, also außerhalb von politischen Gremien, aufgefallen, dass ja auch vieles, was so entschieden wurde, deswegen rufe ich das hier auch nochmal in Erinnerung, ja völlig in Vergessenheit geraten ist. Also ihr seid ja, wenn ich da das nochmal ein bisschen sagen darf, eine Genossenschaft, die eine sogenannte Ausgründung ist. In dem Einigungsvertrag wurde ja auch geregelt, das sogenannte Altschuldenhilfegesetz, hier wird heftig genickt, das Altschuldenhilfegesetz, das ist auch so ein Lügenwort, ne? Das hieß ja, dass man alles, was schon mal bezahlt ist, nochmal bezahlen muss. Und es wurde den öffentlichen den kommunalen und anderen öffentlichen Wohnungsbesitzern, also unseren Vereinen Wohnungsvermietungen auferlegt, einen bestimmten Anteil ihres Besitzes zu privatisieren. Das heißt, es wurden entweder die Wohnungen einzeln zum Verkauf angeboten oder eine zweite Möglichkeit war dann halt das, was ihr gemacht habt in der Mollstraße, eine Ausgründung,
und eine Genossenschaft, um Einzelprivatisierung durch das Altschuldenhilfegesetz zu entgehen. Ich finde, ab und zu muss man das auch nochmal sagen, weil ich merke so in Gesprächen, dass viele Menschen, also Bernd weiß das natürlich noch und ihr wisst das, viele wissen das noch, dass sowas auch in Vergessenheit gerät, ne? Wie dann das öffentliche Eigentum von denjenigen, die es schon mal bezahlt hatten, nochmal bezahlt werden sollte. So, jetzt mal noch ganz kurz zurück zu Ochi. Du hast gesagt, oder wir wissen, es liegt dem ND bei, es gibt es auch am Kiosk. Welche Reaktionen gibt es denn auf Ochi? Die Reaktionen sind, also ich meine, es wäre jetzt auch wirklich schade, wenn ich jetzt sagen müsste, die Leute sagen, alles eine ganz schlechte Zeitung, macht die wieder zu. Die Reaktionen sind wirklich gut, einfach deshalb, weil, das wissen Sie auch, also Wirtschaftsberichterstattung ist Wachstumsberichterstattung. Ne? Also solange alles wächst, geht es uns gut, solange genügend Geld im Umlauf ist, geht es uns gut, solange Banken ausreichend Kapital erwirtschaften und in die Gegend verteilen können in dubiosen Produkten, geht es uns gut. Und es gibt sehr wenig Publikationen, die sich dem Thema Wirtschaft tatsächlich anders widmen und auch so eine grundlegenden Sachen wie Geld in Frage stellen. Ja? Also überhaupt mal die Fragen stellen, ob es notwendig ist, immer auf Geldwirtschaft zu setzen oder ob es auch andere Wege gibt. Und insofern haben wir eigentlich wirklich sehr ermutigende Reaktionen. Wir könnten ein paar mehr Abos gebrauchen, aber ehrlich gesagt, heutzutage ein neues Medium auf dem Markt irgendwie zu platzieren, da hängt man dann doch wieder am Geld rum. Das ist wirklich einfach schlimm. Man schreibt andauernd darüber, dass Geld nicht so wichtig sein sollte, aber man selbst muss natürlich dann auch wirtschaften. Aber es wächst und wir sind optimistisch. Das ist sehr schön. Und dann frage ich dich gleich, ich habe ja einige deiner Bücher aufgezählt. Arbeitest du parallel dann an Büchern und Artikeln oder sagst du, jetzt ist mal wieder eine Buchphase, jetzt schreibe ich keine Artikel? Ich habe die meisten Bücher, die Romane tatsächlich immer in der Zeit geschrieben, die andere dann als Freizeit. Also für mich ist das ehrlich gesagt auch ja immer so ein sehr beglückendes Arbeiten, heißt an den Wochenenden, an den Abenden und in jedem Urlaub, egal wo ich hingefahren bin. Und also so ganz parallel geht es insofern nicht, weil ich mich schon mühe, die journalistische Sprache, die eine andere sein muss, jetzt nicht zwingend zwischen zwei Buchdeckel drucken zu lassen. Ich halte davon auch nicht allzu viel, sondern da wirklich eine literarische Sprache zu nehmen und dafür braucht man dann ein bisschen Abstand, vielleicht auch zur Tagespolitik. Mhm. Das Buch, über das wir heute sprechen, das ist eine Geschichte, spielt in einem Dorf in Ostdeutschland. Es ist eine wahre Geschichte, wenn ich das richtig verstanden habe. Und Ostdeutschland ist für dich immer wieder ein Thema. Warum eigentlich? Ist das nicht nach 27 Jahren Mauerfall oder beziehungsweise deutsche Einheit? Mauerfall ist ja schon noch länger her, 28 Jahre. Deutsche Einheit natürlich in Anführungsstrichen, Sie verstehen mich. Naja, es gibt eigentlich, also es gibt drei, also ganz kurz, richtig ist, dass dem Roman eine wahre Geschichte zugrunde liegt. Wichtig ist immer zu sagen, das ist Fiktion in dem Roman, aber wer sich ein bisschen oder gut mit der Geschichte der einzigen DDR nach der Wende und auch den Restitutionsgeschichten, aber auch Wiedergutmachungsgeschichten auskennt, der weiß dann natürlich, dass das A im Osten verortet ist und B ist, gibt es tatsächlich nur einen einzigen realen Fall in Ostdeutschland, also der so in etwa gelaufen ist, wie er fiktionalisiert in dem Buch dargestellt worden ist. Ich finde, also um auf deine Frage einzugehen, ich finde, dass der Osten und diese 27 Jahre einfach eine Matrix für so viele Geschichten über Turbokapitalismus auf der einen Seite sind, aber auch darüber, dass man da tatsächlich die Geschichten erzählen kann, dass dieses System am Ende ist. Also es mag ein bisschen absurd klingen, weil das System so drüber gekommen ist und eigentlich alles eingenommen hat und vereinnahmt hat. Trotzdem finde ich, dass sich daran gut beschreiben lässt, dass dieses System einfach in den letzten Zügen liegt, weil es in dieser Massivität, in der es da versucht hat zu handeln und zu agieren, gleichzeitig auch deutlich ist, zum einen, dass das nicht auf Ewigkeiten mit den Menschen zu machen ist, zum anderen, dass die
dass die Unterschiede, das, was immer leider immer mit dem gleichen Schere zwischen bezeichnet wird, aber dass die Unterschiede zwischen Reichtum und Armut so krass werden und immer krasser werden, dass es eigentlich klar ist, dass ich das nicht lange durch, also dass ich das nicht mehr ewig durchhalten lassen würde. Und deshalb ist, finde ich, der Osten natürlich, also für Romanschriftsteller, finde ich, gibt es nichts Besseres, als sich dem anzunehmen. Es geht ja nicht nur um Osten, sondern es spielt ja auch auf einem Dorf. Nun haben wir auch andere aktuelle Romane, zum Beispiel von Juli C., der das Buch Unter Leuten spielt, auch in einem Brandenburger Dorf. Ist es irgendwie einfacher, Konflikte in einem Dorf deutlich zu machen oder in Dörfern als in einer Großstadt? Nee, das würde ich so nicht sagen. Also ich habe eine absolute Hassliebe zum Dorf. Ich bin in einem Dorf groß geworden und ich muss sagen, auch wirklich in wirklich schrecklichen Dörfern in Sachsen-Anhalt, so in der Gegend um Köthen und Bernburg rum. Ich habe mir geschworen, dass ich nie wieder aufs Dorf zurückgehe. Andererseits, Hassliebe meint auch wirklich das, kehre ich da doch immer wieder zurück. Ja, Dorf ist natürlich, also man hat immer so schnell die Möglichkeit, so ein Tableau von Menschen zu entwickeln, die dann auch noch dicht beieinander wohnen und die sich ganz anders als in der Stadt tatsächlich auch wirklich alle kennen und wo man immer sagt, die berühmten Leichen im Keller, jeder weiß, kennt die vom anderen, das lässt sich natürlich, da lassen sich Konflikte natürlich viel krasser und viel, viel besser auch darstellen. Aber nichts gegen das städtische Milieu, also viele meiner Figuren kommen immer auch aus dem Großstädtischen und bewegen sich dann aufs Dorf und verrecken da im Zweifelsfall auch, aber beides hat viel für sich, wenn man schreiben will. Ja, bevor wir jetzt lesen, noch eine letzte Frage vorher. Das Buch ist ja nicht ganz taufrisch, sondern es ist schon 2014 erschienen. Hast du einen Unterschied in den Reaktionen bemerkt zwischen Ost und West? Also in dem Buch geht es ja um die Geschichte der Rückkehr zweier jüdischer Erbengemeinschaften, also lebender Juden, die einen Anspruch auf Wiedergutmachung erheben. Und ja, ich habe Lesungen in Ost und West gehabt und die Reaktionen waren unterschiedlich. Weil es, also zum einen ging es in den ostdeutschen Bundesländern natürlich tatsächlich immer sehr stark um auch um diese Frage, was nach der Wende durch dieses unsägliche Rückgabe vor Entschädigung einfach alles passiert ist, diese tiefe Verletzung und auch Verunsicherung, die da immer mitdiskutiert worden ist, obwohl es, wenn es um Wiedergutmachung eines Unrechts, das vor der DDR passiert ist, geht, das ist natürlich eine andere Geschichte. Es wurde immer viel über Antisemitismus diskutiert, also in beiden Teilen Deutschlands. Und es wurde, es wurde sehr oft gesagt, auch von vielen Leuten, mit denen ich geredet habe für die Recherche des Buches, dass Antisemitismus tatsächlich also virulent ist in allen Teilen Deutschlands. Es ist immer irgendwie auch da. Es gibt einen Unterschied darin, wie in welcher Art sich das äußert. Ich habe damals mit einem für eine Recherche für ein Filmprojekt mit einem jüdischen Anwalt gesprochen, der mir gesagt hat, der Antisemitismus in den alten Bundesländern ist sozusagen über Jahrzehnte hinweg verfeinert worden. Also den kann man geradezu bei einem Empfang am Bistrotisch mal so nebenher einfach fallen lassen. Und er kommt viel subtiler daher, während er die Erfahrung gemacht hat, dass zumindest in den ersten Jahren in den ostdeutschen Bundesländern das teilweise viel lauter und viel massiver war. Er hat damals zu mir gesagt, das fand ich sehr interessant, ihm war die ostdeutsche, ihm ist beides nicht lieb, aber er hat mit der ostdeutschen Variante sozusagen ist er besser klargekommen, weil das sozusagen, also es war insofern offener, als dass es deutlicher war. Also während in den alten Bundesländern das halt auf leisen Sohlen oft kommt und auf eine ganz andere Art und Weise und so dreimal um die Ecke und dann ist es plötzlich da, hat er da eine direkte Konfrontation gehabt, wo er gesagt hat, damit konnte er auch viel besser umgehen, konnte er sich viel besser auseinandersetzen. So, Katrin, jetzt ist der Punkt gekommen, wo du lesen kannst. Ich stecke das jetzt mal hier wieder rein und dann, ja,
wenn Sie das Gefühl haben, dass oder wenn jemand das Gefühl hat, dass er mich nicht hört, dann kurz melden. Ich glaube, ich würde das dann sehen. Ist das zu leise noch? Ja? Ist ja noch ein bisschen. So ist es jetzt. Oh, jetzt ist es aber. Oh, oder? Ja. Das ist gar nicht so schlecht. In diesem Dorf, in diesem fiktiven Dorf, es heißt Warenberg, aber es ist kein Geheimnis, dass der eigentliche Ort, der die Vorlage gebeten hat, in der Nähe von Berlin und Potsdam ist, nämlich in Teltow, leben ja verschiedene Menschen, die, ich habe mir eine Straße ausgesucht, Sie kennen bestimmt auch noch aus DDR-Zeiten, heute heißt es, glaube ich, gar nicht mehr so, diesen Begriff Wendehammer. Also eine Straße, die einfach einen Bogen macht und dann musste man oben wieder zurückfahren und auf beiden Seiten gab es Häuser. Ursprünglich war der Titel des Buches tatsächlich, das war mein Titel, Wendehammer. Ich fand den ziemlich gut und doppeldeutig. Leider hat der Verlag immer gesagt, boah, das ist so brachial, die Leute werden erschrecken und das gar nicht erst haben wollen. Deshalb heißt es jetzt, das ist eine Geschichte mit Betonung auf eine, weil es tatsächlich zwar im Osten spielt, aber es ist eine gesamtdeutsche Geschichte. Und ja, ich stelle Ihnen einfach ein paar Personen vor. In diesem Ort, das war auch nach der Wende so, sind relativ schnell viele Menschen auch aus Westdeutschland hingekommen und haben sich da niedergelassen. Deshalb ist diese Mischung hier auch tatsächlich eine Ost-West-Mischung. Also das ist insofern kein Ostroman. Also es sind sehr verschiedene Menschen. Martin Lieber hört Rigolettos klagen. Teurer Engel, ach sieh mein Jammer, rede, geliebte Tochter. Rede, flüstert Martin Lieber und sehnt sich nach einer Zigarette. Niemals rauchen im Wohnzimmer, nie. Ich rauche ja auch gar nicht, dachte Martin Lieber und sehnte sich noch mehr nach einer Zigarette. Gilda bittet ihren Vater um Vergebung. Ach, lass mich schweigen, vergib uns beiden. Segne deine Tochter. Selbst wenn er 48 Stunden das Fenster aufließe, Martina würde die Zigarette riechen. Rigoletto leugnet das Offensichtliche. Oh mein Kind, wenn du stirbst, wie verlassen wäre ich hier? Lass lieber mich sterben mit dir. Oh, schreckliche Reime, dachte Martin Lieber. Und trotzdem richteten sich auf seinen Unterarmen die blonden Härchen auf. Sie blieben aufrecht, bis der Satz, ha! Jener Fluch des Alten verklungen war. Martin Lieber beschwor das Bild des besinnungslos niedersinkenden Rigoletto herauf und das der toten Tochter, die sich für einen Taugenichts geopfert hat. Ende, sagte er und ging zum Plattenspieler. Er wischte die Schallplatte sorgfältig mit einem Tuch ab, steckte sie in die Hülle und malte in die obere rechte Ecke der Hülle einen Strich. Dann zählte er alle Striche zusammen und kam auf 102. Die Platte würde bald nicht mehr zu gebrauchen sein, so oft wie er sie gehört hatte. Wann habe ich bloß mit diesem Unsinn angefangen, auf den Schallplatten zu vermerken, wie oft ich sie höre? Eine überflüssige Frage, deren Antwort Martin Lieber ziemlich genau kannte. Er hatte mit dieser Angewohnheit begonnen, als er mit den Recherchen anfing, mit den Nachforschungen über Salomon Weinrepp und dessen ganzer Mischpoke. Es war ihm plötzlich angemessen erschienen, die gleiche Akribie, mit der er die Suche nach der Geschichte dieser Weinrebs vorantrieb, auch in anderen Dingen walten zu lassen. Und gleichzeitig wollte er Martina ein wenig näher kommen, die nichts mehr tun und anfassen konnte, ohne in endlose Wiederholungsschleifen zu verfallen, die auf stetig gleichen Abläufen beharrte, als hätte sich bei ihr ein später Autismus eingestellt. Er hatte geforscht und sie hatte geputzt. In gewisser Weise hatte die Erbengemeinschaft dafür gesorgt, dass sie einander wieder annäherten. Inzwischen waren drei Ordner gefüllt mit all dem Grab über die Weinrebs und die Weizmanns und die Häuser hier in der Nachbarschaft, über das Gut, die Eisenbahn, über die Parzellierung und den Verkauf. Ordentlich beschriftet und abgeheftet und offensichtlich hatte er in all diesen Wochen, Monaten, inzwischen Jahren am häufigsten Rigoletto aufgelegt. 102 Mal, 6018 Minuten, 4,179 Tage. Vor einigen Wochen hatte Martin Lieber zu den Ordnern, die in seinem Regal standen, eine Datei im Computer angelegt, in der noch einmal akribisch verzeichnet war, was er inzwischen alles zu wissen glaubte. Es war ihm geradezu frivol vorgekommen, der Datei den Namen Zeitstrahl ein Versuch zu geben.
als käme es auf diesen Versuch an. Immerhin hatte ihm diese Arbeit die Angst vor dem Computer genommen, dem er nicht traute. Wo sind die Sachen, wenn ich den Computer ausschalte? Fragte sich Martin Leber manchmal. Eine lächerliche Frage, aber sie beschäftigte ihn. Wenn er nachts hin und wieder durchs Haus lief, weil er nicht schlafen konnte, sah er die drei Ordner im Arbeitszimmer. Ihre weißen Rücken wurden durch die Straßenlaterne angeleuchtet und erhielten sogar einen besonderen Glanz durch das weiche gelbe Licht. Der Computer hingegen war nicht mehr als ein hässliches Möbelstück, das auf und unter seinem Schreibtisch thronte und in dem angeblich alles gespeichert war, was man ihm anvertraut hatte. Jedes Mal, wenn er den Computer anschaltete, erwartete Martin Leber eine Meldung, die ihm sagte, dass all das verschwunden war, was er aufgeschrieben hatte. Also druckte er den Zeitstrahl aus, wenn er etwas an der Datei geändert hatte. Inzwischen gab es 17 ausgedruckte Versionen. Eine Verschwendung von Material und Platz, eine Idiotie, die zu all den anderen Idiotien passte, auf die er im Laufe der Recherchen gekommen war. Eine der 17 ausgedruckten Versionen enthielt einen Epilog. Es war der stümperhafte Versuch gewesen, sich eine Vorstellung von Salomon Weinreb zu machen, die über den Zeitstrahl hinausging. Eine Fleisch- und Blutvorstellung. So etwas hatte er schon als Kind gemacht. Er hatte erforscht, wer den Straßen zu ihrem Namen verholfen hatte. In seinem Zimmer hatte auf dem Schreibtisch eine Holzkiste gestanden, in der alle Karteikarten steckten, auf denen er mit winziger Handschrift Kurzbiografien der Personen notiert hatte, die ihm in Warenberg oder anderswo als Namen von Straßen oder Plätzen oder Schulen begegnet waren. Und am Ende der Kurzbiografie hatte er sich meist an einer Beschreibung des Namensgebers versucht. Ernst Thälmann zum Beispiel hatte nach dieser Beschreibung ausgesehen wie Günther Simon, der Thälmann in dem DEFA-Film Ernst Thälmann, Sohn seiner Klasse, ein Gesicht gegeben hatte. Woher sollte Martin Leber, ein Grundschüler, noch auch wissen, dass Thälmann und Günther Simon zwei völlig verschiedene Personen waren? Salomon Weinreb. Der Straßenname war noch jung und gegen den Widerstand vieler im Ort durchgesetzt worden. Vorauseilenden Gehorsam und Anbiederei hatten die Leute den Verordneten unterstellt, die mehrheitlich für die Umbenennung der Wilhelm-Kölz-Straße in die Salomon-Weinreb-Straße stimmten. Da gab es die Erben schon und ihre Ansprüche auf Entschädigung und Rückübertragung waren bekannt. Von Wilhelm Kölz hatte Martin Leber nicht nur ein Bild, sogar eine Briefmarke mit dem Konterfei des Liberaldemokraten gehörte zu seiner Sammlung. Auf der sah Wilhelm Kölz wie ein gütiger, aber strenger Lehrer aus, mit einem schön gestutzten Bart und Ohren, so groß, wie sie das Alter werden lässt. Als wäre das ganze Gewebe müde geworden und strebte der Erde zu. Des gleichen Vornamens wegen hatte Martin Leber damals in seinem Briefmarkenalbum Wilhelm Kölz neben Wilhelm Pieck drapiert. Zwei gütig dreinblickende, nette alte Männer mit großen Ohren. Martin Leber hatte kein Bild von Salomon Weinreb gefunden und sich auch nicht getraut, jemanden von der Erbengemeinschaft zu fragen. Also hatte er sich selbst ein Bild gemacht und hatte es in seine Zeitstrahldatei geschrieben, um es in der nächsten Version wieder zu löschen. Ihm war aufgefallen, dass die Beschreibung Salomon Weinrebs offensichtlich stark vom jungen Ferdinand Lassalle inspiriert war. Er hatte Weinreb nur dicker gemacht. Bismarcks Altersstatur und Lassalles Jugendgesicht in etwa so. Völlig albern. Ein fester, aber ordentlich dominanter Bauch, lockiges Haar, Schnurrbart und Koteletten, die Wangen glatt rasiert, große Ohren, die ein wenig abstehen, als gehörten die zu einem wichtigen Mann dazu, die großen Ohren. Eine Mischung aus russischem Dichter, aufgeklärtem Intellektuellen und jovialem Großvater. Die ganze Person zusammengestümpert und erklaut. Als Weinreb nach Warenberg kam, war er fast 50 Jahre alt und Lassalle bereits seit 8 Jahren tot. Aber es hatte Martin Leber geholfen, sich eine Vorstellung von dem Mann zu machen. Das nahm dem dieses Monströse, das ihm angedichtet wurde. Doch hilfreich war es nur für kurze Zeit. Dann wurde aus Salomon Weinreb wieder ein Schemen, eine Abstraktion mit Rückübertragungsansprüchen und Wiedergutmachungsforderungen im Gepäck. Salomon und Hermann Weinreb haben 1871 ein Gut gekauft und haben das Gut bewirtschaftet und haben den Ort prosperieren lassen. Und dieses Bruderpaar
Nun ist es ja immer schwer, Tote in Romane reinzukriegen. Habe ich zu einem Kunstgriff, habe ich einen Kunstgriff gewählt und habe die beiden Toten sozusagen hin und wieder in dem Buch miteinander und auch mit mir reden lassen. Und und jetzt würde ich Ihnen die beiden gerne mal kurz vorstellen. LaSalle, nun wirklich nicht. Also bis zu meinem 30. Lebensjahr sah ich aus wie ein Student. Schmal, stark sehe ich, mit langen, dünnen Fingern, die nie zur Ruhe zu bringen waren. Immer klopften, kneteten, malten, fummelten sie rum die Finger. Als führten sie ein Eigenleben. Ich hatte große, graublaue Augen, Kulleraugen geradezu. Herzensbrecher sein, das behauptete meine Mutter gern. Alles an mir war dünn. Sogar die Ohren waren es. Die Sonne konnte durch meine Ohrmuscheln scheinen, wenn sie flach stand und ich ihr den Rücken zuwandte. Dann brachte die Sonne meine Ohren zum Glühen und ich sah aus wie ein kleiner Junge, der am Moostopf genascht hatte. Hermann? Oh. Er hat aus dem Kapital geschlagen, der schlaue Jude. So harmlos wie mein Bruder aussah, mochte ihm kaum jemand einen scharfen Verstand unterstellen, aber den hatte er. Ich hatte die Ideen und er genügend Wissen und Ausdauer, sie umzusetzen, schon als Kind. Später hat uns das zu Wohlstand gebracht. Wenn es darum ging, andere von einer Idee zu überzeugen, war Salomon unschlagbar. Er konnte reden, dass den Leuten ganz wirr im Kopf wurde. Sie vergaßen schlichtweg ihre Einwände, ihr Widerstand wurde gebrochen, wenn Salomon ihnen in immer neuen Varianten die gleiche Idee erklärte. Am Ende waren sie der Meinung, es sei eigentlich ihr Einfall gewesen und Salomon Weinrepp hätte ihnen nur noch ein paar Argumente geliefert, den Einfall in die Tat umzusetzen. Vielleicht hatte er das von unserem Vater geerbt, diesen natürlichen Charme. Denn unserem Vater war es gelungen, nach dem Emanzipationsedikt 1812 die preußische Staatsbürgerschaft zu erlangen, obwohl es ihm an Geld für Stempel und Expeditionsgebühren fehlte. Er habe es, hat er uns später erzählt, nur durch wohlgesetzte Worte geschafft. Unsere Familie war arm. Wir lebten vom Bettelbrot der Glaubensbrüder. Doch die Eltern waren der deutschen Sprache mächtig und auch uns haben sie Deutsch lesen und schreiben gelehrt. Alle Eltern wollen doch, dass es ihren Kindern besser geht. Und Bildung war unser Zugang zu jener Welt, die uns Juden auch damals nicht litt. Und so ist es immer geblieben. Deshalb verstehe ich Salomons Nachsicht nicht und nicht die seiner Nachfahren. Wir haben den Menschen nichts vergessen. Meine Nachfahren sehen keinen Grund zu verzeihen. Die tragen meinen Namen nicht mehr, so ist das, wenn einem kein Sohn folgt. Aber Weizmann ist auch ein guter Name. Nein, mir genügt diese Salomon-Weinrepp-Straße nicht. Es ist nur eine kleine Straße, der man nicht mal richtig folgen kann, weil sie nach einem leichten Anstieg plötzlich eine Kehrtwende macht, als hätte sie es sich anders überlegt. Die Hauptstraße sollten sie nach uns benennen. Weinrepp-Weizmann-Straße. Warum nicht? Wir haben diesen Ort geprägt und am Ende haben sie uns dafür an den Kragen wollen. Ach, im Gegensatz zu meinem Bruder bin ich meine Wut nie losgeworden, selbst als Toter nicht. Sie hat die Angst abgelöst, die ich im Leben immer gehabt habe, um uns Juden. Salomon ging das Lernen leicht von der Hand, ich hatte meine Mühen. Wir lebten mit drei Sprachen und Salomon sprach jede, als sei es die eine und einzige für ihn. Hebräisch, um die Tora zu studieren, Jiddisch im Alltag und Deutsch, um sich den Nichtjuden verständlich zu machen. Und unser Vater erwarb uns, um nicht weiter vom Bettelbrot leben zu müssen, mit großen Mühen eine Existenz, indem er sich als Kohlenhändler betätigte. Sein stattlicher Bart, der sich vom Kinn bis zu beiden Schläfen hochzog, die Wangen freiließ und die schmalen Lippen ebenso, war morgens weiß und abends schwarz. Und manchmal, wenn er Salomon ansah, fing er an zu seufzen und hörte damit nicht auf. »Ach, dieses schmale Jüngelchen wird nie Kohlenhändler sein können«, klagte er. Du musst lernen, Salomon, lernen, Advokat werden oder dergleichen, aber woher das Geld nehmen? Ja, unser Vater, der machte sich Sorgen. Dabei war ich zäh, doch wer mochte mir das glauben? Mich machte mein Körper oft verlegen, es fehlte ihm an Fleisch und Muskeln. Von Bartwuchs konnte kaum die Rede sein, so sehr ich mich auch mühte und heimlich Mittelchen auf die Wangen strich, denen Wunderkraft nachgesagt wurde und die mir Schatten der Männlichkeit auf die Wangen malen sollten.
Ich war und blieb ein Jüngelchen mit gutem Verstand, das wohl, mit bestem Verstand sogar, als sei dies Gottes Entschuldigung für den etwas misslungenen Entwurf meines Körpers gewesen. Erst ab dem 5. Lebensjahrzehnt kam ein wenig Fleisch auf die Knochen, aber nie genug, um als Autoritätsperson nur der Statur wegen zu gelten. Als wir das Gut kauften und Landwirtschaft betrieben, mochte mir kein Mensch glauben, ich verstünde etwas davon. Eher sahen sie mich als Mann des Wortes, was ich ja auch war. Ich beherrschte jede Überredungskunst und konnte verhandeln, da hat mein Bruder recht, zumal mich kaum jemand ernst nahm. Was will der Milchbart mir sagen, werden viele gedacht haben, wenn ich ihnen eine Geschäftsidee unterbreitet habe. Tch, LaSalle und Bismarck, das ist witzig, wirklich. Tote reden nicht, ich weiß. Aber ich muss mir auch keinen Reim darauf machen, wie wir in diese Geschichte hier geraten sind, mein Bruder Hermann und ich. Lässt man solche wie uns zu Wort kommen, ist dies meist ein Winkelzug. Faulheit, könnte man meinen, oder Frechheit. Da versucht jemand, eine Nähe zu vermitteln, die nicht vorhanden ist. Verständnis für etwas zu behaupten, was nicht zu verstehen ist. Tote sind tot. Wer etwas anderes sagt, bewegt sich auf sehr dünnem Eis. Aber wir Juden eignen uns gut für solche Experimente, weil so viele von uns tot sind. Was man uns nicht alles erzählen lassen kann, ohne dass wir widersprechen können. Jetzt also wir. Aus gutem Grund, schlechter Absicht. Darüber habe ich nichts zu befinden und es ist mir, ehrlich gesagt, erst einmal gleichgültig. Obwohl ich mich zu Lebzeiten nicht gern habe vereinnahmen lassen und ich muss mir das hier gut überlegen, ob ich wahrhaftig möchte, dass sich jemand meiner Geschichte bedient. Eine Schickse, unter uns gesagt. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Mein Bruder jedenfalls behagt es ganz und gar nicht. Puh, was heißt hier behagt? Ich bin wütend. Da hat Salomon völlig recht. Es wäre besser gewesen, sie hätten uns damals und immer leben lassen, wie wir leben wollen, anstatt uns zu Leiden zu verdammen, aus denen dann später Romane gemacht werden. Mir ist egal, ob sie eine Schickse ist oder nicht. Sie soll die Finger von uns lassen. Salomon war zu Lebzeiten ein wenig eitel und jetzt als Toter ist er das noch immer. Ja, auch das stimmt. Mir gefällt es vielleicht doch ein wenig, dieser ganzen Geschichte meinen eigenen Stempel aufzudrücken. Hermann fand mich nicht nur ein wenig, sondern fürchterlich eitel. Umso schlimmer für mich, dass mein Körper dieser Eitelkeit nicht genügte. Ich denke, man kann das hier erstmal laufen lassen. Es ficht mich nicht allzu sehr an, für etwas herzuhalten, was sich vielleicht anders nicht erzählen lässt. Tote haben keine Wut im Bauch. Da spricht Salomon nicht in meinem Namen. Ich kann und will das so nicht stehen lassen. Die Wut sollte uns nie verlassen. Ich habe sie nie verloren. Ich lasse mich nicht in diese Geschichte reinziehen, weil ich wütend bin. Obwohl mir scheint, dass alle sich verrannt haben, auch meine Nachfahren. Was wollen die in diesem Land, an diesem Ort, mit diesen Leuten? Fast 50 Jahre, nachdem die uns verjagt oder umgebracht haben. Warum bleiben sie nicht, wohin es sie getrieben hat? Jede Erinnerung von früher so fern wie möglich. Warum kämpfen meine Vorfahren um die Chance auf eine bessere Vergangenheit? Das ist Unsinn. Nicht unsere Nachfahren kämpfen um eine bessere Vergangenheit, sondern all diese Leute, die unseren Nachfahren erklären wollen, dass die kein Recht haben, etwas zurückzuverlangen. Die wollen eine bessere Vergangenheit. Anständige Vorfahren, eine gute Geschichte, die man gern erzählt. Beifall. Wie in jedem dieser kleinen Orte gibt es den berühmten Lokalredakteur. Ich liebe Journalisten als Romanvorlage. Die kann man so oder so böse oder gut darstellen. Und in diesem Ort gibt es sogar eine kleine Zeitung. Und der Lokaljournalist Drümer ist teilweise ganz beglückt darüber, dass so eine Geschichte passiert und teilweise sehr unglücklich. Drümer sucht in den Stapeln, die sich auf seinem Schreibtisch türmten, noch einmal nach der Presseerklärung mit der Überschrift »Niemand wird seine Häuser verlassen müssen«. Es gab inzwischen tatsächlich ein Angebot von der Erbengemeinschaft. Er war auf der Pressekonferenz der Weinreps gewesen. Kaum, dass er noch einen Platz bekommen hatte, obwohl ihm die Wahl des Ortes gefiel. Die alte Villa Weinrepp, halb zerfallen und prachtvoll runtergekommen, hatte sie die beste aller Kulissen für diese Veranstaltung gegeben.
Die Anwälte hatten Wasser, Kaffee, Tee und Kekse auf zwei Tische am Eingang des Saales gestellt. Sprudel aus dem Osten und all die Kekse. Drümer fand diese Geste perfekt. Er bekam in manchen Wochen täglich ein oder zwei Briefe, in denen sich Leute aus dem Ort oder von anderswo darüber mokierten, wie reich diese Erben seien. Es überraschte ihn immer wieder, mit welchem Ehrgeiz sie Nachforschungen anstellten, um herauszubekommen, wie viel Kohle die Weinrebs und die Weizmanns eigentlich hatten. Manchmal kam ihm der Gedanke, dass er als Journalist nur halb so gut im Recherchieren war wie diese interessierten und hochmotivierten Bürger. Obwohl er noch zur alten Schule gehörte, hatte Zeitungsmachen von der Pike aufgelernt und dazu ordentlich studiert. Trotzdem faszinierte ihn, welche Informationen die Leute hier in Warenberg zutage förderten, um sich die Welt zu erklären, wie sie ihnen in den Kram passte. Dieter Drümer verstand diesen Ehrgeiz, obwohl er ein Zugezogener war und seit 2 Jahren in einer Platte wohnte. Nun konnte er zuschauen, wie seine Ex sich mit den Erben rumschlug. Die hatte ihn ausgezahlt nach der Trennung und war in dem für sie viel zu großen Haus geblieben. Eine andere Lösung war nicht möglich. Er hatte keine Eltern, die über ausreichend Kohle verfügten, mal eben die Hälfte eines Hauses auszuzahlen. Er musste ausziehen und sich was anderes suchen. Zur Miete. Tiefer kann man nicht fallen, hatte Dieter Drümer noch vor 2 Jahren gedacht. Jetzt dachte er das nicht mehr. Ganze 4 Plattenbauten, die inzwischen saniert und auf Vordermann gebracht waren, gab es hier im Ort. Seit der Sanierung hatte seine Wohnung einen Balkon und wenn er auf dem saß, konnte er über ein Feld und auf den Wald schauen. Er kannte inzwischen so viele Eigenheime von innen und außen, dass er wusste, kaum eines konnte solch einen schönen Ausblick vorweisen wie seine Neubauwohnung, die er so schnell nicht verlassen würde. Heute Abend wollte der Stadtrat über das Angebot der Erben diskutieren. Es würde hoch hergehen und einmal mehr könnte niemand, der sich hier nicht auskannte, die Leute an ihren Redebeiträgen politisch verorten. Das war jener Teil, an der Geschichte der Drümer am meisten gefiel. Alle Gewissheiten waren über den Haufen geworfen und die Kleinstadtpolitik maßte sich plötzlich an, die ganze Welt zu erklären. Das war traurig und komisch, auf alle Fälle sehr unterhaltsam. Noch nie hatte er so wenig Mühe gehabt, seine Zeitung vollzukriegen, obwohl manchmal war er inzwischen vorsichtiger geworden und andere Leute auch mit ihren Äußerungen. Sie hatten sich zu oft die Zunge verbrannt und kaum noch jemand hatte Lust, sich als Antisemit beschimpfen zu lassen. Er im Übrigen auch nicht. Wo verdammt nochmal sollen wir uns denn angesteckt haben mit Antisemitismus, dachte Drümer. Das wäre doch so, als hätte ich was gegen Grönländer, obwohl mir noch nie einer über den Weg gelaufen ist. Er wusste, dass dies ein unsinniges Argument war, aber auch bestechend einfach. Und dafür liebte er diesen Gedanken. Wenn es bei dem Vorschlag der Anwälte bleiben sollte, würde es für die Bürgerinitiative schwer werden. 6 Mark pro Quadratmeter klangen nach einem geradezu symbolischen Preis. Allerdings auch nach einem Schuldeingeständnis zahlte man sie. Und dieses Eingeständnis würde kaum jemand geben wollen. Obwohl er dabei gewesen war, als Ilse Bock auf der Versammlung der Bürgerinitiative verkündet hatte, zu zahlen. Er hatte sich die Gegenrede der Graf angehört und war froh gewesen, sein kleines Diktiergerät angelassen zu haben. Die Graf konnte man im Wortlaut bringen, so sauber wie die ihre Sätze bastelte. Natürlich würde er sie fragen müssen, obwohl das war ja eine öffentliche Veranstaltung, aber es ist besser zu fragen. Dieter Drümer lag viel daran, mit allen Beteiligten im Gespräch zu bleiben, es sich mit niemandem zu verscherzen, auch nicht mit den Juden, obwohl das schwer zu werden schien. Die drehten einem das Wort im Mund rum. Und 2-mal hatte er schon eine Entschuldigung im Blatt abdrucken müssen, die ihm deren Anwälte aufgedrückt hatten. Diese Veranstaltung der Bürgerinitiative wäre für die sicher ein gefundenes Fressen gewesen. Aber von denen war keiner gekommen. Vielleicht hatten die auch manchmal Manschetten, sich den aufgebrachten Warenbergern zu stellen, obwohl bislang war davon nichts zu spüren. Dieser Anwalt Jakob, der schien Nerven aus Stahl zu haben. Jetzt hatte der sogar seine Ankündigung wahrgemacht und hier in Warenberg eine Niederlassung seiner Kanzlei eröffnet. Das war echt mutig. Von Düsseldorf nach Warenberg zu ziehen, egal ob jüdischer Anwalt oder nicht. Drümer hatte bei Jakob nachgefragt, ob das denn sinnvoll sei und der hatte geantwortet, er richte sich auf mehrere Prozessjahre ein. Die ganze Angelegenheit werde sich ziehen, hatte er gesagt.
Er rechne mit weiteren 5 bis 6 Jahren, mindestens. Nach Drümers Ansicht hatte der Mann recht. Inzwischen war ja schon so viel Zeit ins Land gegangen und noch immer wusste niemand zu sagen, ob nun jedes Grundstück einzeln verhandelt werden würde oder ob man die ganze Chose zu einer Art Sammelklage bündeln könnte. Das machte ja wohl einen Unterschied. 900 Einzelklagen waren es insgesamt. Mehr als die Hälfte des Ortes. Darüber stürbe der eine oder andere bestimmt weg. Wäre auch eine Lösung, aber keine gute. Der Redakteur nahm sich einmal mehr vor, irgendwo ein bisschen Nachhilfeunterricht zu nehmen, was diese ganzen komplizierten Verfahrensabläufe betraf. Die alte Gottwald wusste inzwischen 10-mal so viel wie er, wenn es um all diese Dinge ging. Faszinierend, wie die sich da reingearbeitet hatte. Vor 3 Wochen erst hatte er Hedwig Gottwald zu Hause besucht, um sich auf den aktuellen Stand bringen zu lassen. In deren Wohnzimmer stand ein neues Regal, ein Billigregal von IKEA, schwarz wie die Nacht und vom ersten bis zum letzten Fach gefüllt mit Aktenordnern. Sauber beschriftet, jeder einzelne. Erbengemeinschaft Weinrepp, Erbengemeinschaft Weizmann, Urteile und Bescheide, Eigentümer alt, Mieter neu, Geschichte Gut Tannenhof, Reichserbhofgesetz und Rassegesetze, Parzellierung und Verkauf, Kaufmann Fritz Behrendt, Präzedenzfälle, Einheitsvertrag, Arbeit, Bürgerinitiative, Presse, Schriftverkehr, Gerichte, Schriftverkehr, Anwälte, Gutachten, Recherchen, andere. Das Billigregal machte in dem Wohnzimmer der Gottwald den Eindruck eines plumpen schwarzen Menetekels. Es passte überhaupt nicht zu der altmodisch filigranen Einrichtung aus den 60ern. Er drückte die Kommode, neben der es stand, und ließ die schmalen hellgrünen Streifen der Tapete verblassen. »Warum hast du das Regal nicht oben in dein Arbeitszimmer gestellt?«, hatte Dieter Drümer die Gottwald gefragt. Und die war vom Sofa aufgestanden und hatte sich neben das Regal gestellt, das kein Zentimeter größer war als sie, nur eben breit und dick irgendwie, und zu Drümer gesagt, mach mal ein Foto von mir. Das kannst du in die Zeitung bringen, damit alle sehen, dass mich diese ganze Angelegenheit Tag und Nacht beschäftigt. Ich bin doch sowieso die Antisemitin vom Dienst. Mich fragt doch keiner mehr, wo ich herkomme. Die wollen alle nur wissen, wo ich hin will. Können sie haben. Hier, mach ein Foto und bring es in die Zeitung. Richtig wütend war die Gottwald geworden, ein bisschen zum Fürchten geradezu. Sie sah aus wie eine Verrückte, wie sie da so neben ihrem schwarzen Billigregal stand, mit all diesen Aktenordnern, blutrote Beschriftung auf sauber geklebten Etiketten, die Handschrift noch ein wenig an Sütterlin erinnernd. Mach schon, hatte die Gottwald ihn angeschrien und er hatte tatsächlich den Fotoapparat aus der Tasche geholt. Ich habe mich bereit erklärt, hier die Drecksarbeit zu machen und jetzt zeigen Sie mit Fingern auf mich. Auf mich? Ja? Mein Vater haben sie im Buchenwald erschossen und in den Zeitungen schreiben sie, ich wäre geschichtsvergessen und mir sei nicht ausreichend bewusst, dass wir für die Vergangenheit verantwortlich sind. Hedwig Gottwald hatte bei ihrem Vortrag einen feinen Spuckeregen auf Drümers Kameralinse gesprüht. Auf den Fotos, die er später hatte entwickeln lassen, sah das aus, als hätte er die Frau neben ihrem Regal durch eine regenbetropfte Fensterscheibe fotografiert. Und dann war die Gottwald endgültig ausgerastet. Wenn da eine Fernsehkamera in der Nähe gewesen wäre, das hätte Hedwig in die Klapse gebracht oder berühmt gemacht, Drümer ist sich nicht sicher. Kannst du mir mal sagen, für welche Vergangenheit eine wie ich verantwortlich sein soll? Die halbe Familie von Hitler umgebracht, die Nazis aus dem Land gejagt, den Arsch aufgerissen dafür, dass sie uns so ein massenmordender Österreicher nicht mehr wiederkommt. Und mir sagen sie, ich solle mehr Verantwortung übernehmen? Für wen denn, bitte schön? Für die Lebenden, wo sie uns schon all die Toten aufgehalst haben? Hedwig Gottwald hatte etwas gemacht, was Drümer bis heute ein Rätsel war. Sie war aus dem Zimmer gestürmt, die Treppe hoch und 1-2 Minuten hatte er nichts weiter gehört als ein leises Rumoren aus einem der Zimmer oben. Dann war Hedwig wieder runter und ins Wohnzimmer gekommen, hatte ihre hellblaue Strickjacke gegen eine weiß-blau gestreifte Jacke getauscht, auf der linken Brust das rote Dreieck, darunter eine Nummer. Jetzt kannst du noch mal ein Foto machen, hatte sie gesagt und sich wieder neben das Billigregal gestellt. Die hat mein Onkel getragen. Der war bis zur Befreiung in Buchenwald und die hat er mit nach Hause gebracht. Das war selbst ihm zu viel. Diese Vermengung des einen mit dem anderen. Er hatte auf Hedwig eingeredet, wie auf ein krankes Pferd. War für seine Verhältnisse, wie er fand, geradezu philosophisch geworden bei dem Versuch, ihr zu erklären, dass sich all so etwas nicht aufwiegen ließe. Und wenn doch, dass man damit
immer in Teufels Küche geriete, wöge man es in aller Öffentlichkeit gegeneinander ab oder gar auf, schon bei dem Versuch. Irgendwann war Hedwig Gottwald ruhig geworden, hatte die Jacke ausgezogen und ordentlich zusammengelegt, mit der Knopfleiste nach unten auf dem Wohnzimmertisch ausgebreitet, erst ein Knick in der Länge und Ärmel glatt gestrichen, dann ein zweiter und Ärmel glatt gestrichen, dann zweimal gefaltet, rumgedreht und Kragen geplättet. Als sei dies ein Männerhemd, das am nächsten Tag auf Geschäftsreise geht. Zu dem Zeitpunkt kannte noch niemand das Angebot der Erbengemeinschaft. Drümer nahm sich vor, die Gottwald nach der Stadtratssitzung zu fragen, was sie von dem Vorschlag halte. Sie würde sicher da sein, um sich anzuhören, wie der Stadtrat darüber diskutiert. Dieter Drümer rieb sich die Hände. Er war Zeitungsmann genug, wenn auch nur für dieses kleine Blatt verantwortlich, um sich darauf zu freuen, über all das zu berichten. Spannend, flüsterte er, den Juden werden wir hier noch lange nicht los sein. Hedwig Gottwald, die eine Bürgerinitiative leitet oder gegründet hat und sich halt so sehr ins Zeug legt für all die Menschen dort in dem Ort, versucht eine Anwältin zu bekommen, die die Bürgerinitiative vertritt und findet eine, die in Westberlin, also auch schon im alten Westberlin gelebt hat, Johanna Wollweber. Johanna Wollweber hat sich dabei ertappt, neidisch auf Hedwig Gottwald zu sein, auf deren Elternhaus und die Klarheit, die damit einherging. Ein befremdliches Gefühl, das sie sich nicht erklären konnte, oder doch, aber sie mochte die Erklärung nicht. Ausschlaggebend dafür, dass sie jetzt nach Warenberg fuhr, war allerdings ein Kollege gewesen, nicht ihr beginnender Zweifel an der Eindeutigkeit der Sachlage. Der Kollege hatte ihr bei einem Mittagessen versucht zu erklären, welch ein Riesenfehler es wäre, dieses Mandat der Bürgerinitiative Warenberg anzunehmen. Da geht es um eine Menge Geld, Johanna, und das Ganze wird mit historischer Schuld und all dem Kram aufgeladen. Du kannst nicht gewinnen. Die schicken ihre Anwälte, clevere Burschen, denen bist du nicht gewachsen. Die wollen Geld sehen und ziehen das durch. Vielleicht lässt sich ja ein Interessenausgleich finden, hatte Johanna Wollweber gedacht. Hier lässt sich doch nicht einfach zwischen Gut und Böse unterscheiden. Es geht um viel umfassendere Dinge. Vielleicht ist eine solche Geschichte dazu geeignet, aufeinander zuzugehen. Auf welchem Trip bist du denn, hatte der Kollege gefragt und ratlos den Kopf geschüttelt. Unsere Vorfahren haben versucht, deren Vorfahren auszurotten und die Erben von denen, die das überlebt haben, wollen jetzt Genugtuung. Was willst du denn da vermitteln? Mach weiter die einfachen Restitutionsgeschichten, wenn du unbedingt Gutes tun willst. Hilf den armen Ossis, denen die bösen Wessis, also unsere Landsleute, die Häuser unterm Arsch wegreißen. Das ist eine gute Tat. Und das genügt. Wenn du jetzt anfängst, die armen Ossis gegen die reichen Juden zu verteidigen, kommst du in Teufels Küche. Glaub mir. Aber etwas hatte sich in ihrem Kopf festgesetzt, ein Zweifel, ein kleines Unbehagen, eine winzige Neugier. Sie war dabei, ihre professionelle Rolle als Anwältin zu verlassen, obwohl sie keine Bedenken hatte, die sofort wieder ausfüllen zu können, nähme sie das Mandat an. Noch war nichts entschieden. Ein unverbindliches Gespräch mit Hedwig Gottwald, die wohl das Mandat mehrerer Leute für dieses Gespräch hatte. Betroffener, dachte Johanna Wollweber und fand das Wort einmal mehr fürchterlich banal. Sie schaute aus dem Fenster der S-Bahn und dachte an den Satz, Jude ist man immer. Den hatte sie vor Jahren in einem Buch gelesen, von dem sie nur noch vage den Titel erinnern konnte. Irgendein Aufsatz über Israel, den sie unglaublich kompliziert und teilweise auch ein bisschen manieriert fand, der sie trotzdem beeindruckt hatte. Und sie dachte an den Satz, wir werden darüber hinwegsterben, den Hedwig Gottwald während ihres zweiten Telefonats gesagt hatte, obwohl die Frau ja wohl erst um die 60 sein konnte. Aber das Wortpaar darüber hinwegsterben hatte Johanna Wollweber berührt. Es klang wie eine Abwandlung des darüber hinwegkommens, die konsequenteste Art, mit etwas fertig zu werden. Aber so war es nicht gemeint. Der Brief von Hedwig Gottwald war 2 Seiten lang und in einer gestochenen Handschrift geschrieben, auf liniertem Papier, aber geradezu im Blocksatz.
Johanna Wollweber war von dem Schriftbild beeindruckt gewesen, als sie es das erste Mal gesehen hatte. Sehr geehrte Frau Wollweber, ich wende mich nach unseren Telefongesprächen noch einmal mit der Bitte an Sie, uns anwaltlich zu vertreten. Um den bisherigen Hergang der Geschichte verstehen zu können, lesen Sie doch bitte die diesem Brief beiliegenden Dokumente, die ich Ihnen kopiert habe. Ich habe unserem letzten Telefongespräch entnommen, dass es Ihnen möglicherweise unangenehm ist oder nicht behagt, eine Bürgerinitiative gegen eine jüdische Erbengemeinschaft zu verteidigen. Und ich möchte Ihnen noch einmal versichern, dass es uns einzig und allein darum geht, uns gegen Restitutionsansprüche zur Wehr zu setzen, um nicht aus unseren Häusern, die wir alle redlich erworben haben, vertrieben zu werden. Es stimmt, dass uns in den Medien hin und wieder Antisemitismus unterstellt wurde. Sehr geehrte Frau Wollweber, mein Vater hat im Konzentrationslager Buchenwald sein Leben gelassen. Meine Mutter hat eine illegale Widerstandsgruppe unterstützt, der auch jüdische Kommunisten angehörten. Sie hat nach dem Krieg als Verfolgte des Naziregimes in Warenberg ein kleines Häuschen zur Miete beziehen können, in dem sie mit uns drei Kindern lebte. Später konnte sie das Haus käuflich erwerben. Da waren zwei der drei Kinder bereits ausgezogen. Sie wissen, Frau Wollweber, in der DDR war Boden nicht käuflich. Deshalb gehörte meiner Mutter das Haus, aber nicht der Boden, auf dem es stand. Nach ihrem Tod im Jahr 1962 zog ich mit meinem Mann und meinen beiden kleinen Kindern in das Haus und seitdem wohne ich hier. Was die Vorgeschichte meines Grundstücks anbelangt, es wurde 1935 von einem Mann namens August Marschewski erworben. Vermittelt hatte das Geschäft der Kaufmann Behrendt, der von den Familien Weinrepp und Weizmann, den jüdischen Familien, also beauftragt war, zu parzellieren und die parzellierten Grundstücke zu veräußern. Die Familien Weinrepp und Weizmann verließen Ende 1938 mit dem Erlös dieser Verkäufe Deutschland. Niemand von ihnen kam während der Zeit des Nationalsozialismus zu Schaden. Soweit mir bekannt ist, überlebte August Marschewski, der den Verkauf vermittelt hatte, den Krieg und gehörte in der Zeit des Nationalsozialismus zur Waffen-SS. Marschewski kehrte 1948 aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft heim und zog zurück in sein Haus nach Warenberg, das er sich gleich nach dem Kauf des Grundstücks gebaut hatte. Kurz bevor die DDR den antifaschistischen Schutzwall baute und die Grenze schloss, setzte sich Marschewski in den Westen ab, wo er 1972 ohne Erben zu hinterlassen starb. Sehr geehrte Frau Wollweber, die Geschichte von August Marschewski und meinen Eltern, Hans und Friedel Gottwald, könnte unterschiedlicher nicht sein. Aber bei dem Verkauf des Grundstücks an Marschewski ist alles mit rechten Dingen zugegangen. Die Familie Weinrepp hatte schon lange vor der Machtergreifung die Parzellierung des Landes und dessen spätere Veräußerung beschlossen. Der Preis, den Marschewski bezahlte, entsprach dem damaligen Einheitswert. Von einem verfolgungsbedingten Verkauf kann also nicht die Rede sein. Die etwas von der Sache verstehen, sagen trotzdem, dieser Rechtsstreit werde sich über viele Jahre hinziehen. Das sind Jahre der Unsicherheit für uns alle. Wir können keine Hypothek auf unsere Häuser aufnehmen, solange auf den Rückgabeforderungen lasten. Stattdessen sollen wir uns von den Ansprüchen der Erben freikaufen. Ansprüche, für die wir nicht verantwortlich gemacht werden können und nicht verantwortlich sind. Es geht hier also nicht um Antisemitismus, Frau Wollweber, es geht um Geld. Ich hoffe, dass es so... Habe ich noch Zeit oder nicht mehr? Ich habe ehrlich gesagt kein Zeitgefühl, ob noch... Du kannst noch ein Stück lesen. Also möchten Sie noch ein Stückchen hören oder... Ja? Dann stelle ich Ihnen noch Ute Graf vor. Ute Graf ist mit ihrem Mann Philipp Graf tatsächlich sozusagen aus West-Berlin, aus der Höllenstadt nach Warenberg gekommen, in der Hoffnung, ja, sich dort niederlassen zu können, ein Haus zu erwerben und dann dort in Ruhe zu leben und weiter in der Stadt arbeiten zu können. Dieser Streit hatte es wirklich in sich. Ute Graf konnte sich nicht erinnern, jemals so mit ihrem Mann aneinander geraten zu sein. Philipp schien außer sich, unangemessen außer sich, betrachtete man den Anlass. Sie hatte gesagt, die Initiative trifft sich übermorgen Abend bei uns. Ich dachte, es wäre gut, Hedwig mal zu entlasten. Die ist nun schon monatelang Gastgeberin. Wir könnten... Weiter war Ute Graf nicht gekommen.
Sie hatte ein schnelles Abendessen auf den Tisch gebracht, ein eher liebloses Omelett, in dem Philipp herumstocherte, ohne wirklich zu essen. Wäre ihr Mann ein Kind, hätte sie ihm längst gesagt, dass man mit Essen nicht spielt. Philipp Graf hatte mit Hilfe zweier Gurkenscheiben und eines Streifens von roter Paprika seinem Omelett ein Gesicht verpasst. Und jetzt versuchte er tatsächlich, aus dem Schnittlauch, den Ute Graf kleingeschnitten und in eine winzige Glasschale getan hatte, so etwas wie eine Frisur zu basteln für das Omelett. Ute Graf mochte überhaupt nicht hinsehen, wie infantil ihr Mann hier rummachte. Sie hatte keine Ahnung, was mit ihm los war. Und weil sie keine Ahnung hatte, versuchte sie auch gar nicht erst darüber nachzudenken, ob dies der richtige Zeitpunkt für ihre Ansage sein könnte. Es war nicht der richtige Zeitpunkt. Ute Graf wollte noch den Satz zu Ende bringen, wir könnten uns alle in die Küche setzen, da ist am meisten Platz, aber wenn es warm ist, gehen wir in den Wintergarten. Da explodierte Philipp Graf. Heißt, er wurde ein bisschen laut. Zu mehr war er nicht in der Lage. Und das war, wenn Ute Graf über ihre Beziehung nachdachte und versuchte, ehrlich zu sein, ausschlaggebend für ihre Entscheidung gewesen, Philipp zu heiraten. Die Tatsache, dass dieser Mann nicht wirklich laut und schon gar nicht aggressiv werden konnte. Philipp Graf war in ihren Augen wahlweise ein ganz lieber oder ein Weichei. In letzter Zeit mehr ein Weichei und das hatte fatale Folgen. Ute Graf fühlte sich nicht beschützt und sie fühlte sich unverstanden. Sie hasste diese plakativen Aussagen. Sie wusste, dass sie mit solchen Sätzen eine von vielen und somit verwechsel- und austauschbar war. Ich fühle mich unverstanden. Jedes Buch, in dem dieser Satz stand, hatte sie bisher weggelegt und nie wieder angefasst. Ich fühle mich unverstanden. Eine solche Plattitüde kam mir nicht ins Haus und ging ihr nicht über die Lippen. Aber Denken ließ sich ja bekanntlich nicht abschalten. Und so dachte Ute Graf in diesen Wochen relativ häufig, ich fühle mich unverstanden. Zu dieser Aussage hatte sich dann vor 2 Wochen der Satz gesellt, ich fühle mich nicht beschützt. Das war, als ihr dieser eklige Zausel nach der Stadtverordnetenversammlung gesagt hatte, sie sei auch nur eine Wessi-Tante, die sich an den Ossis bereichern und ins gemachte Nest setzen wolle. Dieser elende Wichser mit seinen antisemitischen Sprüchen, den sie immer an die Leine legen mussten und der trotzdem seine Leserbriefe schrieb, die Drümer dann auch noch in seinem Saftblatt veröffentlichte. Dieser Wichser hatte ihr tatsächlich unterstellt, sie reise auf fremdem Ticket, um sich unter den Nagel zu reißen, was sie nie gehört hatte. Philipp hatte daneben gestanden, als dieses Ekelpaket auf sie einredete und er hatte keinen einzigen Ton von sich gegeben. Stattdessen hatte er an ihrem Ärmel gezupft, als sei er ein kleines Kind und wollte, dass Mutti jetzt endlich mit ihm in die Eisdiele geht. Sie war sich vorgekommen wie eine Idiotin. Mit einem Ehemann neben sich, der aussah, als könnte er solch ein Ekelpaket mit einer Hand aus den Schuhen kippen, sich aber benahm wie ein 10-Jähriger, der die Hosen voll hatte. Ute Graf, die anderen gegenüber gern die glückliche Ehefrau gab, der es gelungen war, einen sensiblen Kerl zu heiraten. Außen ein bisschen Schwarzenegger, innen Reinhard May, war sich verraten vorgekommen. Am Ende hatte sie dem Super-Ossi selbst die Meinung gegeigt. Ich lasse mir von einem Stasi-Spitzel nicht die Welt erklären, hatte sie gesagt. Laut genug, damit alle Umstehenden hören konnten. Wusste doch jeder im Ort, dass dieser Widerling ein hauptamtlicher Zuträger gewesen war, der über die Hälfte der Nachbarschaft Berichte geschrieben hatte. Der machte ja selbst nie einen Hehl daraus, dass er Strafrente bekam und ein Opfer der Siegerjustiz war. Zum Glück war der Kerl irgendwann nicht mehr zu den Treffen der Bürgerinitiative gekommen. Selbst Hedwig Gottwald, die nun weiß Gott eine staatstreue Kämpferin für ihr sozialistisches Vaterland gewesen war, zeigte jedes Mal Unbehagen, wenn dieses Arschloch anfing zu reden. Der Satz, ich fühle mich nicht beschützt, hatte unmittelbar zu der Frage geführt, ob Philipp sie überhaupt jemals verstanden und beschützt hatte oder ob es nicht immer umgekehrt gewesen war. Jetzt aber am Abendbrottisch wurde ihr Mann energisch. Gerade hat er noch versucht, einem Omelett ein Mondgesicht zu basteln und nun wurde er laut, im Rahmen seiner Möglichkeiten, die nicht allzu groß waren. Wäre doch schön, dachte Ute Graf, wenn mein Mann mal aus dem Rahmen seiner Möglichkeiten fiele und es richtig krachen ließe. Und zwar, wenn möglich, bitte nicht mir gegenüber, sondern dann, wenn es uns wirklich was bringt. Ich möchte nicht, dass du dich jetzt auch noch zur Chefin dieser Anwohnerinitiative, Philipp Graf hatte sich von Beginn an geweigert, das Wort Bürgerinitiative zu benutzen, aufschwingst.
Es genügt schon, dass du dahin gehst, obwohl wir eigentlich gar nicht berechtigt sind, uns reinzuhängen. Wir haben zwar einen Kaufvertrag, aber der ist nicht unterschrieben, wenn ich dich daran erinnern kann. Und der wird auch so lange nicht unterschrieben werden, wie diese Angelegenheit hier ungeklärt ist. Wir sind nicht mehr als Mieter in diesem Haus. Wenn jemand einen Kampf zu fechten hat, dann ist es der Hausbesitzer. Der hat ein Interesse daran, dass es weitergeht, damit er die Hütte abstoßen kann. Aber nicht mal der macht sich anheischig, den Gastgeber für eine Anwohnerinitiative zu geben, von der ich nicht überzeugt bin, dass sie konstruktiv an die Sache rangeht. Erstens kann der nicht Gastgeber sein, weil nicht er, sondern wir in diesem Haus wohnen. Und zweitens verstehe ich nicht, wie du die Initiative dermaßen schlecht machen kannst. Das sind anständige Leute. Die sind an einer gütlichen Regelung interessiert. Die wollen, dass die Unsicherheit beendet wird und sie etwas in ihren Häusern tun können. Was ist daran falsch oder verdammenswert? Ute Graf stellte fest, dass sie inzwischen tatsächlich fast alle Argumente der Initiative übernommen hatte und von der anfänglichen Distanz, zu der sie sich verpflichtet hatte, nichts, aber auch gar nichts mehr übrig geblieben war. Dann sollen sie zahlen. Philipp Graf brüllte diesen Satz fast und stach dabei dem Omelett mit der Gabel ins linke Auge. Sie sollen es machen wie Ilse Bock. Wir können dem Hausbesitzer einfach sagen, er bekommt von uns das Geld und obendrauf noch mehr und dann zahlt er die Erben aus. 6 Mark pro Quadratmeter. Ich bitte dich, die werden uns nicht wehtun. Bis zu diesem Augenblick war Ute Graf davon ausgegangen, ihren Mann zwar nicht mutig, aber doch wenigstens verlässlich an ihrer Seite zu haben. Sie hatte ihn bitten wollen, ein paar Bier, ein bisschen Wein und ein paar Knabbereien für das Treffen der Initiative einzukaufen. Das würde der nun wahrscheinlich nicht tun. Willst du das Haus gar nicht? Fragte Ute Graf und fast blieb ihr das Herz stehen bei dieser Frage. Was sollte sie denn machen, wenn ihr Mann jetzt mit Ja antwortete? Dann müsste sie einpacken. Dieses Haus ließe sich nur zu zweit bewohnen und bewirtschaften. Das kaufte man nicht als alleinstehende Frau. Philipp, willst du, dass wir es lassen mit dem Haus? Ute Graf sah, wie es in ihrem Mann arbeitete. Sie hätte sich am liebsten die Ohren zugehalten, um nicht hören zu müssen, was der gleich sagen würde. Ute, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich mich unwohl fühle und im Unrecht, obwohl mir gar nichts gehört. Ich habe mit dem Stadtschreiber gesprochen. Du kennst ihn, Marischke. Der war dabei, als die Weizmann-Erben, nicht diese Weinreb-Erben. Oh Gott, ist das alles ein Durcheinander, auch noch mit 2 Erbengemeinschaften. Da blickt doch kein Mensch durch. Die Weizmanns sind draußen, sagte Ute Graf und rieb sich mit Daumen und Zeigefinger der rechten Hand die Augen, bis die ein unangenehm quietschendes Geräusch von sich gaben. Die haben die unbebauten Grundstücke, das Gutshaus und die Villa zurückbekommen. Egal. Philipp Graf nahm sich eine von Utes Zigaretten und zündete sie sich an. Du rauchst? Nein. Marischke hat mir erzählt, er sei dabei gewesen, als die Weizmann-Erben Warenberg besucht haben. Erinnerst du dich, im Warenberger Boten stand ein Artikel darüber, dass die Familie zu ihren Wurzeln zurückkehrt oder auf die Suche nach ihrer verlorenen Geschichte ist. Ich habe mir jetzt überhaupt zum ersten Mal von Marischke erzählen lassen, wie sehr dieser Ort von diesen beiden Familien und deren Nachkommen geprägt worden ist, wie viele von denen hier gelebt haben. Und dann gibt es nicht mal mehr die Gräber, weil sie 39 den Friedhof umgewidmet und dabei gleich die jüdischen Gräber geschleift haben. Ich meine, den hat mal fast der ganze Ort gehört. Das kann man von Gutsbesitzern auch sagen. Ute, Mann, so kannst du nicht reden. Das lässt sich nicht vergleichen. Ihr stellt immer Vergleiche an, die ziehen einem die Schuhe aus. Die Weizmanns und die Weinrebs hatten doch 38 keine Lust, mal eben durch die Welt zu reisen. Die haben sich das nicht ausgesucht. Und dann bezahlt deine Anwohnerinitiative ein Gutachten, in dem nachgewiesen werden soll, dass der Verkauf des Gutes und des Landes nicht unter Zwang erfolgt ist. Spätestens in dem Moment haben sich doch alle dazu bekannt, dass sie sehr wohl über Schuld oder Unschuld und vor allem über ihre Verantwortung reden. Warum sonst sollten sie beweisen wollen, dass kein Unrecht geschehen ist, wenn sie sowieso nicht im Erbe dieses Unrechtsstaates stehen, wie sie immer behaupten. Wieso nehmen die den Gerichten die Arbeit ab, rennen in die Bibliotheken und beauftragen Leute, Gutachten zu schreiben? Wieso sagen sie andauernd, es habe nichts damit zu tun, dass hier Juden vor den Türen stehen und ihre Ansprüche stellen und im gleichen Atemzug
erforschen sie akribisch die Geschichte aller Juden, die jemals hier in Warenberg gelebt haben. Und wieso glauben die sich alles zusammen, was ihnen ihrer Meinung nach hilft, ein gutes Gewissen zu haben? Diese Meer, dass die Weinreps damals mit Koffern voller Geld weggegangen sind, niemand kann das beweisen. Und was sollte es überhaupt für eine Rolle spielen, ob die mit oder ohne Geld fort sind? Tatsache ist doch, dass die nicht weg wollten und dass unsere Vorfahren leiblich oder nicht dafür gesorgt haben, dass sie fort mussten. Worauf lässt du dich da ein, wenn du denen hilfst, sich die Geschichte zurechtzubiegen, bis sie ihnen passt? Danke. Ja, herzlichen Dank, Katrin, für diese Lesung. Jetzt haben wir noch die Gelegenheit, ein bisschen darüber zu sprechen und einige Fragen anzuschließen oder natürlich auch Meinungen. Hast du, als du das Buch geschrieben hast, gedacht, Antisemitismus, der Vorwurf könnte vielleicht auch aus der Geschichte auf die Autorin gerichtet werden? Oh ja, ja. Also ich muss sagen, erstens habe ich noch nie so wahnsinnig viel für ein Buch recherchiert wie für das. Und zweitens habe ich aber schon damals, als ich 96 einen Film über diese wahre Geschichte gemacht habe, so einen halbstündigen, gedacht, dass das wirklich eben auch mal, also das ist eine Geschichte, bei der man eben wirklich nicht einfach sagen kann, schwarz, weiß, gut, böse, richtig, falsch. Es ist alles, jeder Mensch in diesem Ort hat zwei, oder jede Medaille hat zwei Seiten. Alle haben sowohl Recht als auch Unrecht. Und ich fand das ehrlich gesagt auch wahnsinnig interessant, das zu versuchen, allen gleichermaßen gerecht zu werden. Es ist tatsächlich auch so, dass ich wirklich nicht versucht habe, Partei zu ergreifen, im Sinne von, dass ich schon von vornherein sage, das sind meine guten Personen und dass die müssen dann den Bösewicht spielen. So ist es nicht, also nicht bis auch das ganze Buch nicht. Und insofern habe ich es mich dann doch getraut. Gab es dann auch bei den Kritiken so diesen Vorwurf, das bedient Antisemitismus? Nee, den gab es nie. Also okay. Es war tatsächlich eher so, dass viele geschrieben oder gesagt haben, dass es gut ist, einfach genau eben nicht mit dieser Keule zu kommen, sondern wirklich differenziert drauf zu kommen, weil es bei all das also sehr existenziell für alle Beteiligten ist und deshalb auch alle Reaktionen in gewisser Weise auch sehr menschlich. Und weil sich ja es niemand leicht gemacht, also ich kenne die Geschichte, die läuft ja auch noch bis heute teilweise, es hat sich tatsächlich niemand leicht gemacht. Und das alleine, finde ich, ist im Gegensatz zu denen, die einfach mal ein paar Vorurteile raushauen, und ist das dann eben wirklich was anderes. Hier spielt ja diese Regelung Rückgabe vor Entschädigung eine große Rolle. Wie würdest du denn jetzt so aus deinen Recherchen heraus einschätzen, welche Auswirkungen diese Regelung hatte? Naja, also die Regelung war eine der größten Katastrophen des Einigungsvertrages. Also der Einigungsvertrag ist sowieso eine einzige Katastrophe gewesen, aber das war sicher eine der größten. Denn also nicht nur, dass das auf Jahre hinaus Menschen in absolute Unsicherheit gestürzt hat. Tatsächlich ja, ich habe auch einen Film über Klein Machnow gemacht. Wahnsinnig viele Menschen wirklich ihre Häuser verlassen mussten und ausziehen mussten, war es tatsächlich für mich immer die stärkste Inkarnation der Sieger, also eine doch Siegerjustiz in gewisser Weise, weil es ja viele Sachen außer Kraft gesetzt hat und mit der Macht des Stärkeren etwas in Kraft gesetzt hat, was viele Menschen sehr unglücklich gemacht hat. Häufig wird ja jetzt auch gerade in der alten Auswertung der Wahlen und zum 3. Oktober über den sogenannten Seelenzustand der Ostdeutschen gesprochen. Sie würden sich irgendwie vernachlässigt fühlen, oder wie hat diese Beschreibung der Gefühle nicht auch eine Grundlage darin, dass jeder Zweite seine Arbeit verloren hat, Abschlüsse nicht anerkannt wurden, Renten gekürzt wurden? Warum versucht man das immer so auf die Gefühlsebene zu schieben? Was ist da dein Kommentar? Gut, grundsätzlich, ehrlich gesagt, habe ich nichts dagegen, das auf eine Gefühlsebene zu schieben, weil es natürlich um Verletzung, und Verletzung ist ein Gefühl. Also oder äußert sich natürlich in auch
dem Gefühl der Demütigung, dem Gefühl des Abgehängtseins und. Also ich finde es schon wichtig, dass das Rationale, was alles passiert ist, das rein Faktische, also zu sagen, dass das natürlich immer auch in Gefühl und in Stimmung und auch in Verfasstheit übersetzt wird. Das finde ich gar nicht so, also das finde ich gar nicht falsch. Diese zu kurz, also dass man doch immer sehr, sehr kurz greift, um eine Gefühlslage zu beschreiben, die ich für eine ziemliche Plattitüde halte, also für eine extreme Vereinfachung. Da kann ich immer nur sagen, das ist also sozusagen, das ist ja so, wenn man einmal eine Erklärung gefunden hat und die ist einfach, das betrifft ja auch Journalisten, ich nehme da ehrlich gesagt meine Zunft überhaupt nicht aus, es ist schrecklich, es wird immer wieder das Gleiche, es hat mal funktioniert, stand mal in der Zeitung, schreibt man wieder und dadurch wird es auch groß und schwer und kriegt so ein Wahrheitsgehalt, den es nie hatte, von Anfang an nicht. Ich finde, aber sehr wohl, dass wir jetzt nach den Wahlen also tatsächlich eine Menge zu reden haben, weil es sind schon doch viele Jahre vergangen und richtig ist, wir haben es mit Deindustrialisierung abgehängt sein, mit Ungleichbehandlung im Sozialsystem und zu tun. Wir wissen aber auch, nichts rechtfertigt sozusagen, also Leute zu wählen, die mit Nazisprüchen auf die Bühne gehen. Also das ist das eine und das andere. Aber richtig ist, dass wenn jetzt nicht drüber gesprochen wird, weil es ist ja die ganze Zeit viel, also mehr drüber geschwiegen worden als gesprochen, dann wird sich das verstetigen. Und eine Ursache dafür, dass das jetzt so gelaufen ist, also das ist meine Meinung bei den Wahlen, ist tatsächlich, dass einfach eben nicht ausreichend und vor allen Dingen nicht ausreichend war, darüber gesprochen worden ist, wie die Einheit also sich ausgewirkt hat auf alle Lebensbereiche in diesen neuen Bundesländern. Und wenn ich geradezu von der Wiege bis zur Bar, also wenn ich noch zu Zeiten der Wende im Vollbesitz aller meiner Kräfte mitten im Berufsleben und ich komme dann ins Rentenalter und merke sozusagen über Jahrzehnte hinweg, dass ich also sozusagen immer noch ein geteiltes Land bin, dann verfestigt das natürlich Haltungen, wo ich dann denke, ja gut, wenn da nicht ausreichend Menschen da sind, die gegenhalten, dann rutscht es. Du hast ja einiges vorgelesen aus dem Buch und Sie können sich ja auch alle, wenn Sie mögen, natürlich dieses Buch auch kaufen vorne bei kleinen Buchladen, bei Göran. Aber vielleicht gehe ich noch auf ein paar Punkte ein. Es gibt in deinem Buch einige Frauen, die haben Neurosen, die haben Panikattacken, Putzfimmel. Schreibst du gern über Neurosen oder ist das ein gesellschaftliches Problem aus deiner Sicht? Also erstens glaube ich tatsächlich, dass die gesellschaftlichen Bedingungen, die gesellschaftliche Unsicherheit und die immer größeren Ängste, die uns alle bewegen, tatsächlich natürlich dazu führen, dass wir, wenn wir dünnhäutig sind, und das sind ja viele von uns, immer mehr Neurosen entwickeln. Das ist eine Form, mit Angst umzugehen oder mit Verunsicherung umzugehen. Ich bin vorher immer bei den anderen Romanen, also bin ich immer gefragt worden, ob ich Männer nicht leiden kann, weil die Männer bei mir immer so schlecht wegkommen in den Romanen. Und das stimmt auch, ich habe den teilweise doch ganz schön hart mitgespielt. Da kommen die Männer besser weg. Da kommen die, aber wobei, also ich meine jetzt Philipp, oder? Das Weichei ist jetzt auch nicht so, aber das stimmt insgesamt. Ehrlich gesagt, es ist meine Erfahrung, Sie und ihr könnt sofort sagen, jetzt stimmt alles nicht, wir haben andere Erfahrungen. Ich glaube, dass doch viele, viele Frauen und vielleicht auch viel mehr Frauen extensiver mit ihren Ängsten und damit auch mit ihrer Dünnhäutigkeit und dann im Zweifelsfall auch damit umgehen, dass sie dann an irgendeiner Stelle nicht mehr funktionieren. Ich beschreibe ja auch nur, dass durch diese existenzielle Bedrohung oder das, was da reinbricht, Frauen plötzlich an bestimmten Stellen nicht mehr funktionieren. Sie haben immer funktioniert, sie haben immer alles gemacht und jetzt kommt eine Bedrohung und plötzlich funktionieren sie nicht mehr so. Und das ist die Form der Beschreibung, wo ich tatsächlich, also meine Erfahrung ist,
Männer fressen das dann doch eher in sich rein oder sublimieren das anders oder und Frauen sind dann im Zweifelsfall tatsächlich auch bereit, etwas expressiver zu sein, kann nicht mehr. Und sowas habe ich versucht zu beschreiben in dem Buch. Ja, herzlichen Dank. Haben Sie Fragen oder Bemerkungen? Wenn das nicht der Fall ist, dann frage ich dich noch etwas, und zwar naheliegend. Woran arbeitest du gerade? Wann gibt es ein neues Buch? Tatsächlich schreibe ich ein Buch. Nein, wirklich, es ist so, ich habe jetzt eine ganze Weile Pause gemacht, auch weil ich mich viel mit dieser Zeitung beschäftigt habe. Ich habe aber jetzt einen neuen Vertrag mit meinem Lieblingsverlag auf dem Aufbauverlag und schreibe ein Buch. Und wenn alles gut läuft, dann wird es im Herbst nächsten Jahres, Verlage haben, sind Schlachtschiffe, sie haben lange Vorlaufzeiten, im Herbst nächsten Jahres erscheinen. Aber du darfst mich jetzt ums Verrecken nicht fragen, worum es in dem Buch geht. Nee, das mache ich auch gar nicht. Ich frage dich noch was anderes. Frankfurter Buchmesse. Da haben wir ja gesehen, was da los war, also oder beziehungsweise ein bisschen mitverfolgt über die Medien. Rechte Verlage sind aufgetreten. Das war ja bei Buchmessen schon in den letzten Jahren immer eine Diskussionsfrage, aber es gab eine neue Qualität. Wie schätzt du das ein? Ehrlich gesagt, also es gab insofern eine neue Qualität, als dass es tatsächlich Leute gab, die gegengehalten haben. Ich war auf der Leipziger Buchmesse, ich war nicht in Frankfurt. Und in Leipzig hatte neben der allergrößten Lesebühne, die es da überhaupt gibt, es ist die schönste und die größte, da lesen sozusagen die Großen und Guten. Direkt daneben war der riesengroße Stand von Elsässer & Co., also kompakt, sehr stylisch gemacht, schwarz, weiß, tolle Tüten, Gimmicks und Sachen. Und dort standen diese cool aussehenden Nazis an diesem Stand und sie hatten den größten, fettesten Platz auf dieser Messe und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum hat der Messeveranstalter das zugelassen? Mhm. Egal, ob die Geld haben oder nicht, es obliegt einem Messeveranstalter zu sagen, die setzen, wir können ihnen das nicht verbieten, das ist richtig, es ist Meinungsfreiheit, ich bin auch nicht dafür, dass das verboten wird, dass die da sind, aber warum lässt er zu, dass die direkt neben der Lesebühne den größten Stand überhaupt haben, wo niemand dran, also niemand kann sie umgehen? Und das ist eine Frage von Haltung. Ich weiß jetzt nicht, wo die in Frankfurt waren. Ich bin ehrlich gesagt froh, egal ob es Krawall und Radau war oder nicht. Vielleicht gab es also meiner Meinung nach sogar viel zu wenig, dass Leute da gesagt haben, nee, wollen wir nicht, dass man darüber diskutiert. Meinungsfreiheit ist ein sehr hohes Gut, deshalb wäre ich tatsächlich nicht dafür, diesen Verlagen zu verbieten, nicht auf die Messe zu gehen. Aber eine Messeveranstalter und überhaupt Veranstalter müssen sich verhalten dazu. Die müssen sich verhalten. Und die müssen im Zweifelsfall auch in ihrem Programm schreiben, so im Übrigen wie bei der Wahlwerbung, wo immer dann, also sie können nicht hinschreiben für den Inhalt und dann sind wir nicht verantwortlich. Das finde ich nicht. Sie haben diese Messe, sie verdienen damit Geld und deshalb können sie auch Haltung zeigen. Ja, herzlichen Dank für diese klaren Worte. Jetzt gibt es eine Wortmeldung dazu, ja, Helga? Vielen Dank. Ja, bitteschön. Thank you.
Ja, herzlichen Dank nochmal für diese Stellungnahme. Nee. Herzlichen Dank für diese Stellungnahme. Ich glaube auch, diese Frage, was man aushalten muss, ist eine, über die man sich sehr genau verständigen muss. Denn es kann auch sein, man sagt eine Weile, das muss man aushalten und wundert sich, dass die Situation plötzlich ganz anders ist und fragt sich, muss ich fragen, hätte man nicht früher gegenhalten müssen und etwas dagegen tun können? Ja, liebe Gäste, bevor ich Katrin... Darf ich doch noch einen Satz dazu sagen? Also, weil ich finde das sehr richtig und auch sehr richtig, was Sie gesagt haben, aber es ist tatsächlich so, das kann nur die, wir nennen es immer Zivilgesellschaft, das können nur wir. Das können nur wir. Die, also ich deshalb sage ich, mir ist dann lieber, die sind auf der Messe und ich kann da hingehen und laut sagen, ich will euch da nicht, weil ich mit euch nicht einverstanden bin. Das ist was anderes, als wenn mir jemand sozusagen durch ein Verbot, also die da gar nicht reinlässt, schon mal abnimmt, dass ich laut werde. Nur wir können das. Also das wollte ich vorhin damit sagen, das war mir wichtig, immer wenn es um Anti und Verbot geht, dass man sagt, wir. Andere machen das nicht, laut zu sein. Also dann muss man es selber tun. Vielen Dank, Katrin. Bevor ich Katrin hier erstmal von der Bühne verabschiede, möchte ich Sie alle einladen, euch alle einladen zu unserer Folgeveranstaltung. Und zwar treffen wir uns in diesem Jahr noch einmal, dann zur 59. Veranstaltung von Gedrucktes am 7. Dezember um 18 Uhr. Da wird der Autor Ingo Schulze mein Gast sein. Er liest aus seinem neuen Buch Peter Holz sein glückliches Leben, erzählt von ihm selbst. Und wenn Sie mögen, können Sie sich schon heute anmelden. Ansonsten bedanke ich mich bei allen, natürlich, die gekommen sind. Bedanke mich bei Sophie Liebchen für die Vorbereitung und die technische Unterstützung. Grüße natürlich auch die Menschen im Livestream. Und dann kriegst du überraschenderweise ein Buch, und zwar mein Buch, immer schön auf Augenhöhe. Herzlichen Dank. Also ich glaube, es gibt noch Wein draußen, wenn Sie noch ein Glas Wein trinken mögen oder auch natürlich können Sie das Buch kaufen. Es ist allerdings nicht ganz so preiswert. Es kostet 19,99 €. Also genau. Und falls Sie eins kaufen mögen, Katrin signiert natürlich eins. Oder auch zwei, je nachdem. Herzlichen Dank und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.